Menschen das Leben besser machen. Diesem Ziel haben sich die weltweit rund 1,4 Millionen Mitglieder der internationalen Rotary-Organisation verschrieben. Das Motto von Rotary ist Service Above Self, also der englische Ausdruck. Man könnte das in Deutsch übersetzen, selbstloses Dienen. Also man versucht, die eigenen Wünsche ein bisschen zurückzunehmen und einfach zu schauen, was Menschen, denen es nicht so gut geht wie uns, brauchen, um denen unter die Arme zu greifen. Das ist eigentlich das Credo des Clubs. Und seit 1963 tun das auch Freiwillige in Bruck und Kapfenberg. Im Brucker Stadtsaal hat der Rotary Club Bruck Kapfenberg am vergangenen Samstag sein 60-jähriges Bestehen gefeiert und auf sein soziales Engagement zurückgeblickt. Und unter den Gratulanten war auch der Deutsche Kontaktclub aus Menden. Diese Freundschaft ist uns nicht nur unglaublich wichtig, sie ist sehr, sehr wertvoll. Wir haben seit 55 Jahren, dass wir uns regelmäßig treffen. Das war jetzt leider in der Corona-Zeit nicht so. Aber ansonsten treffen wir uns entweder in Deutschland oder in Österreich. Das ist immer ein Highlight unseres rotarischen Jahres. Der Rotary Club Bruck Kapfenberg mit seinen 40 Mitgliedern ist einer von insgesamt 35.000 Clubs weltweit. Die Zusammensetzung der Mitglieder funktioniert dabei bei allen aber gleich. Das Gute ist, dass in jedem Club nur einer aus jedem Beruf aufgenommen wird. Das heißt, jeder muss einen anderen Beruf haben, damit der Rotary Club nicht zu einem Doktor-, Zirkel- oder Ingenieurclub mutiert. Und so ist es sehr angenehm, dass man mit vielen Leuten zusammenkommt, die aus ganz anderen Branchen kommen. Und der Wunsch für die nächsten 60 Jahre liegt für den ursprünglich als reinen Männerverein gegründeten Club klar auf der Hand. Wir wünschen uns, dass der Zuspruch der Damen noch besser wird und wir sind offen, wenn jemand Interesse hat, kann er sich gerne bei uns mal das Clubleben anschauen und vor Ort einfach sehen, was wir quasi freiwillig, auf freiwilliger Basis schaffen.